Willkommen zurück zu Let's Play Castle. Beim letzten Mal sind wir in der Wohnung von Mr. Myers gelandet. Und ich war vorhin im Bad, aber leider hat die Aufnahme irgendwie nicht geklappt und habe dort ein Wattestäbchen und eine Pinzette eingesammelt. Und jetzt können wir hier endlich wimmeln. Juhu. Wir haben hier einen Schwamm. Ah, hier müssen wir bestimmt draufhauen. Jawohl. Also es stört mich sehr, dass das so langsam ist. Ich meine Güte. Es ist so ein bisschen schneller, wäre schön. Was brauchen wir noch? Käsereibe, Messer und Handschellen. Was ist das denn hier für ein Folterkeller? So, außerdem Uhr und Vase. Bürste, Universalfernbedienung. Hantel, die habe ich schon gesehen. Korkenzieher und Karabinerhaken, die habe ich auch gesehen. Fehlt nur noch die Fernbedienung. Kaffee trinken ist gar nicht so einfach, wenn man ein Mikro in der Fresse hat. Die Tastatur da oben sieht meiner verdächtig ähnlich. Ist aber leicht anders oben hier, diese Buttons. Keine Ahnung, wie die heißen. Okay, Fernbedienung, hallo. Du bist ein Tablet, du bist ein Taschenrechner. Du bist eine Kamera. Du bist eine Tastatur. Damit haben wir ja irgendwie alles an technischem Gedöns abgewatscht. Vielleicht ist die Universalfernbedienung aber auch eher so ein kleines Ding wie für Garagentor oder sowas. Ihr wisst schon, so ein schwarzes Kästchen mit ein oder zwei Knöpfen nur. Das war aber keine Universalfernbedienung. Das war ein Tablet. Ich glaube nicht, dass wir den Beweis finden, nach dem wir suchen. Lass uns nochmal zurück zum Kraftwerk gehen und nachsehen, ob wir dort was übersehen haben. Okay, wenn du es sagst. So, Moment. Okay. Hier haben wir Isolierband. Hier brauchen wir immer noch ein Passwort, das wir nicht haben. Okay, tippen kann man nicht. Ah, jetzt können wir ja hier noch was tun. So, wir haben jetzt eine CD.
sicher, die Fernbedienung funktioniert ja auch gar nicht. Wir dürfen leider nicht raten. Nee, man kann tatsächlich nicht tippen. Was übersehe ich bloß? Da kommen wir jetzt mit der Pinzette dran. Na klar. Ameise, Bär. Ah, das sind bestimmt die Beine. Das wäre 6, 4, 2, 8. Krake. Okay. So, jetzt haben wir die Fernsteuerung mit Batterien versehen. Und vielleicht können wir damit ja jetzt die Tür öffnen. Nein? Okay, wir müssen zurück in die Wohnung. Um die Fernbedienung zu entsperren, musst du alle Pfeiltasten anschalten. Wenn du auf eine Pfeiltaste klickst, wird sie aktiviert. Du kannst nur die Pfeiltasten anklicken, auf die der Pfeil, der gerade ausgewählt wurde, zeigt. Der angewählte Button ist rot markiert, während die anderen Tasten, die zur Auswahl stehen, pink sind. Falls du in einer Sackgasse landest, drücke den Reset-Button, um das Rätsel neu zu starten. Okay. Okay, wir haben es ganz gut gemacht eigentlich. Viel fehlt gar nicht. Ah, hier ist dann schon Ende. Okay. Okay, jetzt sind die beiden über. Also ich finde es sehr blöd, dass man generell, also dass man alle Dinger hier nehmen kann. Also es wäre irgendwie besser, wenn man nur die drumherum zum Beispiel nehmen kann. Der ist jetzt aber da oben schon tot, weil von da kommt man überhaupt nicht mehr dahin. Das hilft uns also nichts. Wir müssen aufpassen, dass der hier oben mit dabei ist.
der. Weil da kommt man jetzt auch nicht mehr hin. Okay. Ach, ernsthaft. Warum sind diese Rätsel so schwierig? Was heißt schwierig? Nervig. Okay. So, Moment. Das kann auch alles nicht klappen. Ja, ihr müsst euch das jetzt ansehen, bis der Part zu Ende ist und beim nächsten Mal. Wenn ich das bis dahin nicht geschafft habe, machen wir halt einen Stopp. Wenn es hier wenigstens so eine Zurücktaste gäbe, dass man nicht das komplette Rätsel zurücksetzen muss, aber nein. Das wäre auch zu einfach gewesen, nicht wahr, liebe Entwickler? Das kotzt mich gerade sehr an.